Wer sich an die erste Folge bzw. an die Charaktererstellung erinnert, dieses Gebäude kam im Vorspann vor. Denn das hier ist der Eisenthron. Also hier haben wir die Wurzel allen Bösens in dem Spiel. Einfach so vor dem Präsentierteller. Das hat mich das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, richtig wie einen richtigen WTF-Moment ins Gesicht gezaubert. Ich meine, wir mussten so oft gegen die Agenten des Eisenthrons kämpfen. Ich dachte, das wäre eine geheime Organisation. Und dann haben sie mitten in der Stadt einfach ein Gebäude mit ihrem Namen an der Tür. Ey, nee, ey. So, das ist das nächste Gebiet. Da sind wir mit dem unteren Ring auch schon fertig. Gut. So, wir laufen mal von unten alles ab. Hier ist wahrscheinlich auch die Gemeinschaft der sieben Sonnen zu finden, hoffe ich mal. Hier sind auf jeden Fall die Burgmauern schon. Jedenfalls steht hier ein großer Wehrturm. Ja, hier ist die Burgmauer. Und die Türme der Burg, Stadtmauer, wollte ich sagen. Die Türme der Stadtmauer sind wahrlich riesig. Händlerliga. Das war, glaube ich, die Händlerliga, die wir aufsuchen sollten für Scar. Jedenfalls ist doch verschlossen. Ich habe genug davon. Was? Kein herkömmliches Schloss, also können wir da nicht einfach so rein. Okay. Oh, und wir müssen noch dem anderen Typen Bescheid geben, dass sein Basilisk tot ist. Was ist hier? Beinahe unter meiner Würde. Ach, ein Laden. Willkommen in meinem bescheidenen Ladenbesitzer. Zeigt mir, was ihr habt. Ah, wieder so ein Trankhändler. Bei dem können wir allerdings Edelsteine absetzen. Ne? Perle, 100 Gold. Kein schlechter Deal. Und die Goldhalsketten und den Infravisionstrank, den Minsk mit sich rumschleppt. So. Die fünf Bolzen wollte immer noch keine Sau haben. Das heißt, hier können wir wieder raus. Gemischtwarenladen, genau. Ah, hier ist ein Eingang. Dann gucken wir mal in das Haus rein. Okay. Noch ein Laden. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ich habe Gold genug, aber habt ihr auch etwas, was verkaufenswert ist? Achso, das ist ein Gemischtwarenhändler. Dem wir auch das Schild und den Schutzumhang verkauft haben. Dann gehen wir hier mal wieder. Beinahe unter meiner Würde. Wieder ein Quicksave. Ein Junge. Und noch ein Haus. Und da ist noch ein Haus. Eure kläglichen Talente sind meinem Zauber nicht gewachsen. Arme kleine Diebe, ihr habt euch heute das falsche Haus zum Einbrechen ausgesucht. Ihr habt keinen einfachen Händler, sondern den Meister Magier Sunin. Ich dulde keine Ausflüchte, heute werdet ihr sterben, ihr Räuber. Ich weiß, ihr habt gesagt, dass ihr keine Ausflüchte duldet, aber wir haben wirklich gute. Natürlich töte ich euch nicht alleine. Ich habe meine Diener, die mir dabei helfen. Sie sind nur ein Teleportationszauber entfernt. Minsk? Oh, ein Level Up für immerhin. Ah!
Ich reichte dafür, der hat uns einfach so angegriffen. Ich tue mein Bestes. Okay, für die müssen wir wohl härtere Geschütze auffahren. Ja? So, viel dazu. Was wollt ihr? Das tat richtig weh. Du bist ja ein komischer Kauz. Immerhin eine Stufe höher. Feinen schärfen Schlösser öffnen. Geschosswaffen, kleines Schwert, großes Schwert. Großes Schwert. Oh, ein Punkt. Einverstanden. So. Eboin ist jetzt Stufe 8. Sie kann noch Stufe 9 erreichen. Und ich glaube, dann war es das für sie. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, Jaira. Was? Heilung. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Und rein auf Minsk. Ja. Und beide nehmen mal einen Schluck. So. Und so. Gut. Aber weißt du was, Minsk, du kriegst den auch nochmal. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Okay. Oh, magische Pfeile. Dina hier. Pfeil der Durchbohrung. Trägt solche zufällig schon jemand mit sich rum? Ja, du. Nee. Was wollt? Ich hab genug davon. Immerhin geht alleine mal auf die Suche. Ein Ring. Feuerballschriftrolle. Feuerballschriftrolle ist gut. Ring können wir nicht identifizieren. Schutz vor Elektrizität. Feuerballrobe. Glück brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So. Ja, ich hab genug davon. Dann den hier mal abgrasen. Ah, der hat ein Langschwert plus 1 gehabt. So. Hier ist etwas Geld drin. Wurfmesser. Gut, okay. Nichts leichter als das. Dann mal raus hier wieder. Beinahe unter meiner Würde. Mal gucken, was uns als nächstes um. In dem Haus oder in dem Haus? Ich bin ganz Ohr. Gucken wir mal in das Haus hier. Das ist abgeschlossen mal wieder. Ich kümmere mich, ich verschwinde jetzt. Ja, beinahe unter meiner Würde. Okay, das ist eine Familie hier. Was ist nichts leichter als das? Nix, wir suchen nur nach wichtigen Leuten. Gut. Aber hier scheint es niemand Wichtigen zu geben. Und so eine Familie werden wir bestimmt nicht bestehlen. Gut. Was? Gut. Also raus hier. Jo. Nichts leichter als das. Dann geht's als nächstes hier rein in das Gebäude. Oh. Das sieht aus wie eine Spelunke. Was bist, wer bist du? Pandalin. Eure Gesellschaft ist frei von Übel. Ihr könnt ungehindert passieren. Beinahe unter meiner Würde. Was? Bürgerlicher. Hier ist wieder Bürgerlicher, der komisch aussieht. Gibt es hier irgendjemanden, der wichtig erscheint? Was? Abgesehen jetzt vom Barkeeper. Welches Gift ihr auch wollt, irgendwo im Basso werde ich sie hier finden. Also was würdet ihr gerne trinken? Nichts im Augenblick. Bürgerlicher.
Bürgerliche. Die sehen alle normal aus hier. Abgesehen von den glitschigen. Gut. Ah, was? Du siehst nach einem Spieler aus, okay. Versucht euer Glück mit Frau Timura! Zwei Goldmünzen. Ihr habt gewonnen und eure Goldmünzen verdoppelt. Ich nehme jetzt die zwei Goldmünzen, die ihr gesetzt habt, und gebe euch vier zurück. Super. Versucht euer Glück mit Frau Timura! Ihr habt verloren, tut mir leid. Versucht euer Glück mit Frau Timura! Ihr habt gewonnen. Versucht euer Glück mit Frau Timura! Ihr habt gewonnen. Versucht euer Glück mit Frau Timura! Die Göttin des Glücks ist leider schlecht gelaunt, ihr habt verloren. Okay. Ja, Kumpel? Habt ihr etwas gesagt? Gibt's hier noch jemand Wichtigen? Sieht nicht danach aus. Dann wieder hinunter. Was? Gut. Beinahe unter meiner Würde. Und wir können hier raus. Warum auch immer hier abgeschlossen war. Ach nee, das war nicht das Abgeschlossene. Das war das Abgeschlossene. Gebäude. Oh, ein Wunschbrunnen. Ein Aquamarin. Hm. Okay. Zwei Bettler. Und das hier ist diese kleine Burg in der Stadt, die wir auf der Karte gesehen haben. Bürgerliche. Noch mehr Bürgerliche. Das hier hinten scheint eigentlich Lagergebiete zu sein. Ein kleines Mädchen. Hier ist die Stadt höher gelegen. Das ist also schon der Bereich hier oben. So, dann gucken wir jetzt erst einmal, was das hier für ein Haus ist. Das sehen wir ja schon an dem Bild. Das ist die flammende Faust. Das ist das tatsächlich die Kaserne. Hier brauchen wir also erstmal noch nicht reingehen, weil solange wir mit für Scar nicht die Aufgabe erfüllt haben, werden wir da drin wahrscheinlich keine Hilfe bekommen. Wer bist du denn? Das Schicksal will es so. Der ruhmreiche Cyric, na ganz toll, schon wieder so einer, hat unsere Begegnung vorhergesagt, bei der ihr euch mir anschließen würdet. Es ist eure Pflicht, mehr noch eure Bestimmung an Tiaks Seite zu stehen, da die Welt ihm uns zu Füßen liegt. Zu diesem Zweck werde ich mit euch reisen und euren Geheiß folgen. Später aber wird eure Macht in der Main aufgehen und der große Tiax wird in die höchsten Ämter des Landes aufsteigen. Was sagt ihr zu dem großen Entwurf, ja oder nein? So wollt ihr mir also helfen und als Gegenleistung helfe ich euch, den Planeten zu beherrschen. Also gut, lasst mich wissen, wann ihr aufsteigen wollt. Das glaube ich allerdings nicht, kleiner hirnloser Mann. Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass ihr alles beherrschen werdet? Das sind ja ziemlich große Pläne für so einen klein geratenen Kerl. Habt ihr keine Ohren am Kopf? Es ist so, wie Tiax sagt, Bestimmung. Cyric selbst wird Tiax zum Aufstieg verhelfen. Und ich werde zum gegebenen Zeitpunkt meinen rechtmäßigen Platz einnehmen. Ihr werdet wie Ameisen vor mir über den Boden kriechen, beziehungsweise wie etwas größere Ameisen, sofern ihr mir behilflich seid. Dann beruht euer gesamtes Glaubenssystem auf irgendeinem himmlischen Zwergenblödsinn? Ohne mich, ich bin schließlich kein Mitglied der Zwergenliga. Und wer ist dieser Cyric? Was? Ihr wisst nicht über den Ruhm von Cyric? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso lässt das Schicksal Tiax mit einem Dumpfkopf zusammenkommen? Egal, Tiax kann auch solch Grobzeug für seinen Zweck benutzen. Egal, was sie glauben, wie dumm sie sein mögen. Kommt mit und ich werde euch für eure Dummheit entschädigen. Ihr lebt in eurer eigenen kleinen Welt, oder nicht? Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ihr wollt mir also helfen und dafür werde ich euch helfen, den Planet zu beherrschen. Okay, sagt mir einfach, wo ihr aussteigen wollt. Nein, ich nehme das Erste. Was? Das Schicksal hat die Welt in eure Hände gelegt und ihr erdreist euch zu spotten? Seid ihr toll? Hammelgesichtiger Tor, ihr und eure schnieke Kumpane werdet dereinst zittern und beben
vor dem Angesicht des allmächtigen Tiax mit Krone und Zepter. Wenn ihr in Sack und Asche gehüllt zum Richtplatz gekarrt werdet, um euer Leben werdet ihr winseln, ihr armselige Kreaturen. Packt euch und geht's, sonst mache ich euch Beine. Wer wagt es, Tiax zu stoßen? Ich.